Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe zu Word 2016, in der ich dir zeigen möchte, wie man recht einfach eine vorwissenschaftliche Arbeit, VBA, Diplomarbeit oder Seminararbeit erstellen kann, zumindest was die Textverarbeitungskenntnisse betrifft. Und in diesem 30. Video möchte ich dir jetzt zeigen, wie man Nummerierungen und Aufzählungen machen kann. Ich habe hier drei Wörter untereinander stehen, Birne, Apfel und Karotte. Und da möchte ich jetzt zeigen, wie man eine Aufzählung und Nummerierung durchführen kann. Ich gehe auf die Registerkarte Start und habe hier schon die entsprechenden Symbole, die ich dann gleich verwenden werde. Ich markiere das hier, gehe dann hierher und kann mir dann eine Aufzählung aufzeigen lassen. Das sind ja diese Punkte. Ich könnte aber auch genauso gut hier eine Nummerierung durchführen, kann mir die Art der Nummerierung aussuchen, so wie ich mir auch vorher dann die Art der Aufzählung mir dann einstellen kann. Ich kann hier ebenfalls hergehen, kann hier zum Beispiel den Einzug, nennt man das, vergrößern, das ist diese Einrückung, kann es auch dann wieder zurückrücken. Und praktisch ist auch hier in diesem Programm, dass ich mit der rechten Maustaste das auch hier dann direkt dann hier wählen könnte. Also die Art der Nummerieren kann ich dann wiederum wählen. Und ich könnte auch genauso gut dann die Art der Aufzählung mir dann hier aussuchen. Ja, soweit so gut zu Nummerierungen und Aufzählungen.